Recht herzlich willkommen zur 155. Folge von Simotrantia. Wir hatten letztes Mal gesagt, dass wir hier und da ausbauen müssen. Hier war letztes Mal zwei, sind jetzt wohl sogar schon drei. Das bedeutet, wir müssen noch zwei Bushaltestellen errichten. Ja, Stadtverkehr, ne? Hier ist sie und da ist sie. Das bedeutet, wir müssten jetzt hier so... So, 1, 2, 3, da muss er hin, ne? Machen wir noch ein Stück weiter, dann passt das schon. Hier ziehen wir mal gerade die Straße durch, sonst macht das Spiel das nachher nicht. Und das wäre schade, ne? Und dann gibt es da die Bushaltestelle. Nee, schade. Passt nicht. Aber was falsch gemacht. Müssen wir nochmal hier abreißen. Muss ein höher. So, jetzt passt es dann. Ja, und Postkasten noch hin, alles ist gut. Und hier unten, es gestaltet sich das etwas schwieriger. Nein, schwieriger nicht, aber anders. Da wäre also das. 1, 2, 3, 4. Müsste die hier, ne? Ja, genau da. Wir können die aber auch... Nee, ist schon da passend. Machen wir so, so, so. Läuft, ne? Und dann dahin. Und der Postkasten davor. Haben wir das. Und dann müssen wir noch die Linie ändern, ne? Ist hier gerade ein Bus? Da ist einer. Dann nochmal da die Linie. Linie ändern. So. Legen wir das da mal ab und gucken, wo wir hier so sind. Libellenweg. Quecksilber. Fügen wir da ein, ne? Würde ich sagen. Also Libellenweg, dann Wurmstraße und dann Malerweg. Wo ist denn das jetzt? Ach, Ostdeutsches Rathaus erst und dann Malerweg. Ja, passt. Und dann haben wir hier unten noch einen. Warte mal, den Malerweg müssen wir aber, Libellenweg. Da muss er noch wieder zwischen, ne? Hat er gemacht? Hat er gemacht, ne? Oder ja. Ostdeutsches Baumstraße, Libellenweg, passt. Und dann haben wir hier unten noch Waldeck, Karl Marx. Straße, da müssen wir mal hinzufügen machen. Wenn er hier ist, muss er dann noch nach da fahren. Und Lanzenstraße kommt er dann, genau, und fährt dann wieder zur Karl Marx. Und dann geht's in Rostock wieder weiter, ne? Ne, Ahornstraße, das ist Rostocker. Keine Ahnung, wie es jetzt ist, aber ihr wisst, was ich meine. So, dann haben wir die Linie bearbeitet und ist schon wieder gut, ne? Der fährt gerade ohne Leute durch die Gegend. Auch sehr interessant, aber jetzt nimmt er bestimmt welche auf. Ja, 20 Leute. Verfolgen wir den mal gerade, oder? Und packen den dann noch mit drauf? Ne. Jetzt aber. Der hat nix. Und der hat wahrscheinlich auch nix. Aber der hat schon 38. Gucken wir mal gerade, wie sich das hier so gestaltet. Guck, da sind schon drei hier drin. Der hat auch drei. 38. Und jetzt gleich wahrscheinlich voll, ne?
Obwohl Rathaus können aber ich aussteigen, aber er fährt ja erst hoch zum Malerweg. 4 und 3, okay. Neunundsiebzig, 4 und 3. Kommt da jetzt aber und der kriegt keinen, weil der andere gerade direkt vor ihm ist. So, aus deutsches Rathaus jetzt. Aber da steigen wahrscheinlich auch welche aus, oder? Obwohl, vielleicht fahren ja auch alle zum Bahnhof. Steht ja hier, ne? Dass einer aussteigt. So, der ist aber voll. Das macht schon mal Sinn. Das bedeutet, der zweite kriegt jetzt Fahrgäste. 87. Also noch alles gut. Und er hier unten kriegt jetzt einen dabei, glaube ich, ne? Gut, er fährt jetzt raus, obwohl das gar nicht lohnt, aber macht er halt. Da steigt auch keiner aus beim Wurmstraße und kann auch keiner einsteigen, ne? Oh, doch, ist irgendwie was passiert, weil da war ja eine Anzeige. Naja, er ist aber noch voll. Und er ist mit 87 nicht mehr oder weniger geworden und er unten hat 4. Passt, ist geblieben. Jetzt geht's nach der Libellen. Straße. Da ist er was losgeworden. Der nächste nicht. Und der letzte. Hat auch nichts gekriegt. So, er 76, er 87, das sind zwei gute Werte, aber er ist ja auch in schwarzen Zahlen, auch wenn es nur knapp ist, aber er ist. Da macht er hier weniger Gewinn. 92, 92 und er hat jetzt 20, okay. Passt, ne? Jetzt wird nochmal Libellenweg angefahren, ja. Und der bleibt voll. Und der bleibt auch voll. Und der ist voll, okay. Das bedeutet. Libellenweg muss noch Passagiere genug haben, ne? 33, schade. Wie ist hier? 161. Das bedeutet, da kann immer noch ein Bus fahren oder so. Kann er sein? Er wartet gerade, die müssen jetzt gleich aussteigen, oder? Ach so, er hat jetzt hier Wartezeit. Ist jetzt vielleicht nicht so günstig, ne? Aber es ist bestimmt auch eine zeitliche Wartezeit, oder? Ich glaube, wir schicken da noch einen drauf auf die Tour. Hier war ja jetzt kein Autohof, ne, oder? Ne, das Depot ist woanders. Das war das hier oben in Flodo? Glaube ja, ne? Oder war das nicht hier? Muss ich mal nochmal gucken. Doch, da ist es doch. So, dann noch ein Bus und der fährt auf welcher Linie? Wir wandert hier jetzt. Waldeck. Stadtbus Waldeck. Da ist er. Und starten. Und der fährt da und den gucken wir uns gleich mal so nebenbei an. Der steht ja immer noch da. Ach, der wartet, bis die nächsten kommen. Das ist jetzt auch nicht so günstig, ne, oder? Vor allem, weil der nichts gebracht hat. Wann fährt denn der? Ach, Wartezeit gibt's gar nicht. 20% erwartet er hier. Ist vielleicht nicht das Optimale, ne? Also ein bisschen warten ist sicherlich gut. Aber bestimmt nicht auf 20%. Hier sind 10%. Da sind 20%. Ja, da machen wir aber hier sowas noch rein, ne? Ich glaube, das ist dann pro Tag eine Runde. Wo waren die 10%? Da. Da ist es nämlich drin, okay.
Dann lass das mal so laufen. Beladung 0%, er hat also auch nichts gebracht. Und der wartet jetzt hier einen Tag. Dann ist er nämlich schon ein Stück weiter, das macht ja auch Sinn, ne? Er hat 9 Gäste gekriegt da oben. Ja, und wann fährt er jetzt weiter? Gefällt mir jetzt gerade nicht, ne? Aber jetzt fährt er. Okay, doch, das ist ja dann diese Strecke, das geht, ne? Könnte schlechter sein, ne? Der ist schon voll mit 92 Leuten. Ach so, in die Richtung wollte auch keiner fahren, deswegen stehe ich da auch keiner ein. Alles klar. Ist also gut, dass wir es mit der Zeit gemacht haben jetzt, ne? So, da hat er zwei abgeholt. Und jetzt müsste er gleich hier irgendwo sein, dass fährt der dritte Bus los, wenn er keine vorherigen 10%, ne, 20 hat. Und die kriegt er da auch nicht. Momentan auf jeden Fall nicht. Jetzt fährt er. Das passt schon, ne? So, er hat dann auch vollgeladen. Ach so, das war jetzt der vierte Bus, ne? Oder wie ist das? Naja. Der ist jetzt hier gerade angekommen. Okay, läuft aber alles soweit. Fährt er dann auch gleich, wenn der hier ist, oder? Hier müsste er ungefähr sein. War auf jeden Fall eben so. Ach nee. Bei dem dauert es länger. Oder er ist später gekommen? Kann auch sein, ne? Oder hat er keine richtige Linie? Dickes Haus. Ah, jetzt fährt er auch. So, 92 voll geladen. Also das funktioniert, gehe ich von aus, ne? Das brauchen wir gar nicht weiter angucken. 161 Passagiere warten. Und der hat hier jetzt wieder voll, ne? Ja, ist schon schwierig. Holt überhaupt einer irgendwo was ab? Jetzt kommt da oben der Erste. Na, kommt doch noch nicht mal. So, jetzt kommt er hier rüber gefahren, oder? Die haben immer noch 161 Passagiere da sitzen im Rostocker Tor. Das ist jetzt nicht so schön, ne? Oh, vier sind weniger, aber zwei gleich schon wieder dazu. Okay. Wieder 161. Ja, das wird dann nicht weniger mit den 161, ne? Obwohl am Bus mehr drauf gemacht haben. Allerdings fährt der rote Zahlen. Und der müsste doch da am Rostocker Tor was mitnehmen, oder? Ne, doch passt. 92, ich wollte gerade sagen, der hat zu wenig, aber passt schon. Also hier tut sich ganz wenig nur, ne? Irgendwann müssen die doch dann mal auch mitgenommen werden. Der ist doch hier. Zwei, zehn. Jetzt fährt er da unten lang.
Hat aber nur 19. Und jetzt ist er voll, kurz vorm Tor, ne? Läuft, wa? Das bedeutet, hier müssen auch ewig viele stehen, ne? Fünfzig, 70, 90, über 100. Der Libellenstraße. 36 und dann geht's wieder aufwärts. Ja, das heißt, hier wird der Bus immer schon voll. Das ist nicht gut, ne? Das gefällt mir nicht. Das bedeutet rein theoretisch. Aber der macht miese, ne? Irgendwie müssen wir es anders gestalten. Welche Idee haben wir denn da? Nicht so wirklich eine gerade, ne? Könnte sicherlich die Busse hier fahren lassen. Hier fahren lassen und hier so fahren lassen. Das wäre noch eine Idee, ne? 5 Bushaltestellen hier. Und die sechste da wäre auch möglich. Und hier ist eine Wechselhaltestelle. Sollten wir das so tun? Stadtbus Waldeck Nord und Süd? Oder wie machen wir das? Oder West und Ost? Ja, neue Linie. Da ist das Fahrzeug, ne? Neue Linie. Machen wir mal hier. Da. Da. Dann da, dort, 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 dort und dann fährt er wieder da lang. Und lassen wir so. Das Ganze nennt sich Stadtbus. Waldeck Ost. Gut. Dann holen wir uns den hier. Lassen den mal schnell fahren. So, nicht laden machen wir da. Lassen den weiterfahren. Jetzt hat er die. Jetzt kriegt er eine neue Linie. Fahrplan. Waldeck Ost. Und darf ruhig laden wieder. So, dann ist der schon mal geklärt. Und der hat gerade so wenig. Der darf auch nicht laden dann. Fährt die weiter ab. Und die anderen beiden kriegt jetzt der Waldecker Linie, ändern wir. Und Waldeck Karl Marx muss bleiben. Lanzenstraße muss bleiben, Karl-Marx-Ahornstraße muss bleiben, Lilienstraße muss bleiben, Quecksilber auch, Wurmstraße auch, Ostdeutsches Rathaus wird gelöscht. Wir machen das mal bis. Ja, das ist, glaube ich, am einfachsten, wenn wir das so rum machen.
Immer schön alle weglöschen, die da oben sind. So, Waldeck, Malerweg. Der hat nur drei, okay. Wo ist denn der Malerweg? Da. Müssen wir den auch noch löschen. Und dann wird ihm noch das Ostdeutsche Rathaus gelöscht. So, dann muss er noch die 6 haben. Wurmstraße, Lilienstraße, Quecksilber, Lilienstraße, Ahorn, Waldeck, Lanze, passt. Und er kann jetzt hier einen neuen Fahrplan kriegen. Ah, er hat noch einen drinne. Dann lass den einen noch aussteigen. Kurz noch bis zur Wurmstraße gefahren. Da müsste er jetzt sein, ne? Gut. Jetzt kriegt er den neuen Fahrplan. Ah ne, den hat er ja schon. Ah ne, der kommt auf Ost, genau. So, passt. Und da. Und läuft. So, die beiden fahren jetzt da. Und der nicht. Und jetzt müssen wir das noch umbenennen. Waldeck. West ist das dann. Hat er da gemacht. Der fährt da. Das ist der mit den vielen, dann muss der noch offen sein. So, die Linienverwaltung kann zu. 92,5, 92,62. 0. Wo ist er jetzt? Waldeck Ost. Fährt nach Malerweg. So, wo jetzt richtig los ist, ist da natürlich, ne? Sollte so sein, ist es aber gerade nicht. Okay, der kam jetzt vom Malerweg mit 0 weg. Fährt jetzt zur Rabengasse. Der hat gerade alle bei der Lilienstraße abgesetzt, das sind dann 91. Wie viel sind es da? 85. Sind schon weniger geworden. Und hier? Achso, das ist ja offen. Das sind ja hier die 91. Dann sieht das doch gar nicht so schlecht aus, oder? Und hier stehen so viele. Wo wollen die denn alle hin? Oh, die wollen alle innerort. Hier Libellenstraße 24, Quecksilber 9. Okay, das bedeutet, da fährt auf jeden Fall immer einer leer los, voll los. Immer. Stellt sich jetzt schon die Frage, ob diese Einstellung richtig hier ist. Das können wir hier weg, ne? Die warten ja immer, wenn sie wegfahren. Das ist ja Blödsinn, weil hier die 1600 Leute noch stehen. Das macht dann keinen Sinn. Linie. Waldeck West. Linie ändern. Dann kannst du das mal rausnehmen. So. Das Warten macht da keinen Sinn. Hatten wir die zweite Wartezeit auch hier drin? Nein. Dann läuft das besser. Ja, die sind jetzt beide voll und wollen hoffentlich das abarbeiten. 056, 92, 92. Okay, hier links ist schon viel. Okay, wir müssen gerade ein... So, weil wir das umgebaut haben, ist das wahrscheinlich. Aber der macht ja hier schon mal Plus, ne? Ja, Libellenstraße ist schon voll. ...626 hier. Sechzig, elf.
92, 33. Dass die hier rot sind, das irritiert mich jetzt ein bisschen. Aber vielleicht wird es jetzt besser. Nicht so wirklich, ne? Okay, der fährt jetzt zur Quecksilberstraße leer, aber das hätte er vorher den anderen mitgehabt und naja, ne? Lass mal nochmal gucken. Da steigt keiner ein. Und gleich ist er wieder voll, wenn er bei der Libellenstraße ist, ne? Weil die wollen ja alle zum Bahnhof. Gestaltet sich gerade schwierig, würde ich sagen. So, jetzt kriegt er hier volle Fahrgäste, oder? Ja. Fährt dann zum Rathaus und da ist schon, ne? 105 warten und die bleiben da auch wartend. Tendenz steigend, ne? Ja, 112, der hat keinen mitgenommen, würde ich sagen. Ist die Frage, ob der ideale Wechselbahnhof ist oder besser hier den Bahnhof. Also diese hinteren Buslinie fährt bis hier vorne vor und lädt aus. Könnte vielleicht besser sein, ne? Weil die laden jetzt alle aus und von da aus wird nach da weitergefahren. Schwierig. Also dieser hier wird glaube besser. Warum der da jetzt steht, weiß keiner, ne? Da stehen noch 5%, okay. Lass uns nochmal Linie aufrufen. Aber irgendwo was noch verkehrt. Okay. Ich dachte, die wäre aus. Jetzt ist sie auf jeden Fall aus. Jetzt kann der auch sofort fahren. Ja, gut. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Er ist jetzt voll. Er fährt jetzt hier hinten hin und ist leer. Der ist der einzige, der hier Plus fährt momentan, aber ich glaube, tendenziell fällt er etwas runter. Der hat jetzt vier Leute. Zu teuer. Wir lassen mal ein bisschen schneller Rad laufen. Gucken mal so ein bisschen über die Zahlen. Also der hält sich immer gleich, denke ich. Der nimmt langsam ab. Der nimmt zu. Und der hier? 1,7, 1,8, 1,7, 1,8, 1,9, 2, 1,7, 1,6 habe ich auch gesehen. Die hatten wir noch nicht. Ah, tendenziell geht das ein bisschen runter wahrscheinlich. 1,6, 1,6. Ja. Vielleicht sehen wir zwischendurch mal 1,5. Kann das sein, dass die jetzt da 1,5 Grad eben hatten? Ja, der macht ein Plus. Hier sehe ich eine 400, der macht auch ein Plus. Der ist ganz schäbig geworden und der auch. Und das ist hier Ost. Hätte ich mir mehr von erwartet von Ost. Da hätte ich mir mehr erwartet, dass es mehr bringt hier hinten. Ja, müssen wir nochmal überlegen. Machen wir aber in der nächsten Folge, denke ich. Vielleicht lassen wir die beiden Busse bis hier vorne fahren. Wie sieht's hier aus? 103, ist aber nicht mehr geworden. Karl Marx, das ist der Bahnhof. Der wird auf jeden Fall, baut auf jeden Fall ab. Und das hier ist die Libellenstraße. 170 und das sind die, die nach hinten. Ja, okay. Ups, da war knapp daneben auch vorbei, ne? Ich glaube, wir lassen das so erstmal. Müssen wir nächstes Mal nochmal weiter gucken, wie das mit den vier Bussen sich hier ergibt. Okay, dann würde ich aber sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.
Falls ihr noch kein Abo habt, wäre schön, wenn ihr eins macht. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch, da freue ich mich drüber und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!